Hallo, meine Freunde und liebe Zuschauer. Für alle, die dieses Spiel schon haben oder sich kaufen möchten, gebe ich gerne noch ein paar Tipps. Zum einen möchte vielleicht einer, dass man gleich mehr Geld zur Verfügung hat. Ja, zeige ich euch. Deswegen gehe ich nicht auf meinen Speicherstand hier, sondern auf einen neuen. Gebe einfach hier unter Player einfach mal Cash ein. Cash. Und bestätige das. Jetzt zeige ich euch, wie ihr zu mehr Geld kommt. Ich zeige euch erstmal zu Anfang. Normal fängt man ja so an, indem man sich ein Auto kauft. Ihr seht oben, wir haben 5000 Credits. Und wir haben nur drei Wagen zur Verfügung. Ja? 5000 Credits. Ja? Okay. Wir gehen jetzt raus. Nochmal auf die EC-Taste drücken. Und gehen hier auf das Sternchen. Ja? Und gehen hier auf Code eingeben. Da gehen wir drauf. Code eingeben. Jetzt gebt ihr. Ich habe das Spiel von Steam. Ja? Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Mehr Geld und alle Autos. Ich hatte dieses Spiel auf DVD gehabt, da konnte ich viel mehr eingeben. Aber ich zeige euch erstmal nur diese zwei Sachen, wie ihr zu mehr Geld kommt. Damit könnt ihr natürlich, naja, ihr Wunschauto kaufen, upgraden und so weiter. Da habt ihr gar keine Probleme mit. Und ich zeige euch das jetzt. So, jetzt gebt ihr, um mehr Cash zu haben, einfach, ich muss das mal abschreiben hier. Ich habe hier einen Zettel. Muss man drauf, kurz drauf gucken. Ja. Gut. Dann gebt ihr ein, in Großbuchstaben. Ja. Give Cash. So, ich gucke mal nach, ob das stimmt. Ja. Genau. Jetzt drückt ihr einfach mit der Return-Taste oder Enter-Taste. Okay. Geht wieder raus, geht hier wieder rein zum Rennen und ihr seht, ihr habt oben rechts nicht 5000 Credits stehen, sondern 1 Million Credits. Habt aber immer noch diese drei Autos. Ja? So, wer mehr haben will, ja, der sich sagt, jetzt habe ich schon so viel Credits. Dann möchte ich auch alle Autos haben. Gut. Dann gehen wir nochmal auf das Sternchen. Ja, und geben jetzt einen anderen Code ein. Ich guck mal eben kurz. Der Code heißt GivePix, aber mit IE diesmal geschrieben. GIEVEPix. Den gebt ihr ein. Ja. Ich schau noch mal. Ich möchte keinen Fehler machen. Gut. Dann gebt ihr ein, geht auf Enter oder Return, geht wieder raus, geht wieder hier rein ins Rennen und somit habt ihr alle Autos freigeschaltet. Das heißt, ihr könnt jetzt frei wählen. Ja, das teuerste Auto hier, 12.000 Credits könnt ihr einfach so kaufen, könnt ihr upgraden und dann könnt ihr starten. Ja, das wollte ich euch mal gezeigt haben, wie einfach dieses Cheaten geht. Das sind offizielle Codes, die kann man auch im Internet abrufen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Für die Ungeduldigen, die etwas mehr haben möchten und gleich sofort. Ja, ich bedanke mich bei euch. Und ich wünsche euch was. Bis dahin, und wir sehen uns auch bald wieder. Und tschüss.